ist keine Ausrede. So, und weiter geht's hier. Ja, jetzt treiben wir hier durch. Ohne Waffe. Wir haben alles verloren. Aber wenigstens haben wir Schwerkraft. Sind Sie draußen? Ich empfange Ihr Signal klar und deutlich. Sie scheinen wieder online zu sein. Ich übertrage Ihre Videodaten jetzt an das JSON. Ich sehe Tageslicht. Wir nähern uns Ihrem Signal. Sieht wie ein Ausgang aus, aber ich kann nicht zu nahe ran. Nähere mich auf Sichtweite. Los, geh doch raus, Kollege! Ach, du Heilige! Verdammt, ich bin getroffen! Eine Eiskanone oder was war das? Ach, nein! Geh doch einfach weg von mir! Zack, au! Ach, du Heilige! Oh, Mist! Hat damit die Invasion begonnen? Ich glaube, ja. Ach du Heilige, wir sollten so schnell wie... Oh, jetzt bin ich gerade aus dem Spiel gegangen. Ja, Sir. Aber ich weiß nicht, wie lange noch. Ja. Was ist da oben los? Ich will einen verdammten Lagebericht. Würde ich Ihnen ja gerne geben, Major, aber ich habe keine Ahnung, was ich da sehe. Egal, was es ist. Ich bin genau im Auge des Sturms. Ach du Heilige. Roger. Ich habe den Kontakt mit einigen Marines in Ihrer Nähe verloren. Ich schicke Ihnen jetzt Ihre letzten bekannten Koordinaten. Sehen Sie sich da mal um. Mach ich, Sir. Aber ich bezweifle, dass diese Kälte jemand überlebt hat. Wir halten am Fuß des Tals ein Evakuierungslager. Sollten Sie Überlebende finden, können wir Sie von da ausfliegen. Das hört sich doch schon ganz gut an. Aber ich glaube, wir haben hier viel, viel verloren. Wir haben kaum noch Ausrüstung. Und müssen uns hier erstmal komplett neu einrichten. Aber immerhin haben wir wieder GPS und sowas. Und da ist ein Gegner. Verdammt ich. Bleib bloß von mir weg, du Vieh. Sowas wie dich kann ich nicht gebrauchen. Die müssen wir umgehen. Die sind zu stark für uns. Die sind viel zu mächtig. Ach du. Da sind kleinere. Nein, nicht Stärke. Meinte ich doch gar nicht. So, jetzt. Komm schon, Nahkampf. Stirb, du Bestie. Die können wir wenigstens töten. Das wissen wir jetzt. Aber jetzt kommen zwei von denen. Na, bitte. Was ist das denn für ein Benehmen hier? So, stirb endlich. Ah, noch einer. Na, ganz viel scheinen wir dem nicht geblutet zu haben. Na. So, der ist auch hinüber. Dann speichern wir mal und weiter geht's. Oh mein Gott. Dieser Berg also. Eine Zentrale der Aliens oder was? Was ist das schon wieder für ein Geräusch? Und was zur Hölle? Ach du... Heilig, was? Wo? Das ist aber nicht die feine Art, mein Freund. Einfach aus dem Schnee auftauchen hier oder was? Das habe ich gar nicht gerne. Und dein Kollege, der kann sich auch mal verziehen hier. Nix. Und ich weiß gerade nicht, ob das jetzt ein Grafikbug ist. Oder ob das wirklich so aussieht. Ich glaube eher, dass das ein Grafikbug ist. Ja, da haben wir doch noch einen Bug entdeckt. Einen kleineren. Ach, du Heilige. Hier müssen wir weit drüber springen. Und... Oh, perfekt. Ja, kleinere Bugs, die kommen nur mal vor. Wie gesagt, wir spielen ja hier Vanilla. So gesehen die Verkaufsversion des Spiels. Ja, warum mache ich das? Warum spiele ich viele Spiele so, wie sie auf den Markt gekommen sind? Weil ich einfach zeigen möchte, wie sie auf den Markt gekommen sind. Und deswegen, ich habe schon seit langem vor, eine Gothic 3 Vanilla Let's Play oder Let's Rage oder was auch immer zu machen. Weil ich einfach mal zeigen möchte, dass es doch halbwegs möglich ist, dieses Spiel zu spielen. Auch wenn man jetzt mal von einigen Bugs absieht. Und abstürzen. Aber ich habe es damals wirklich original Vanilla gespielt. Ich musste es Vanilla spielen. Überleben wir das? Nee. Ah, Mist.
Ja, das war nicht so schlau. Ich habe damals wirklich original Gothic 3 Vanilla gezockt, wie es so schön heißt. Und ich habe es halbwegs weit geschafft. Ich war relativ stolz auf mich. Ich hatte keinen Patch. Ich hatte damals halt noch kein Internet, wo ich mir hätte Patches holen können. Und deswegen musste ich halt damit auskommen. Und ich hatte damals wie heute auch keine Freunde, so dass ich bei dem im Internet vielleicht mal hätte gucken können. Weil, wie wir... Ach, du Heilige, da ist schon wieder so einer. Der darf uns nicht sehen. Komm, geh weg. Geh zurück auf deinen Planeten, du Pissnelke. Los! Zwei von denen. Ach, du glaubst es ja nicht. Da ist so ein kleiner. So ein kleines Mistvieh. Die können wir ganz gut besiegen. Auch wenn es recht lange dauert und viel Munition kostet. Aber es geht. Und da ist gleich noch einer. Nix da, Freundchen. So, der ist auch kaputt. Oder auch nicht. Ey, Kollege. So, das war's jetzt aber mit ihm. Wir speichern und weiter. Wir dürfen uns hier nicht ins Boxhorn jagen lassen. Wir müssen jetzt tun, was wir können. Um vielleicht von dieser Insel zu fliehen. Vielleicht würde ja ein Atomschlag gegen diese Dinger helfen. Vielleicht vertragen sie das nicht so gut. Da sind erstmal wieder Gegner, aber der hat uns schon gesehen. Los, komm, stirb doch einfach! Das ist angenehmer für dich, glaub's mir! Hier wartet nichts auf dich. Hier hast du nichts zu suchen, Kollege. So, der ist tot. Oh, und wir waren auch so gut wie tot. Jetzt kommen hier aber auch wieder richtig viele an. Nix da. Nix da, sag ich. So, und... Bam. Während wir im... Na, komm schon. Los. Nein, was macht er denn? Wieso? Bams, verdammt. Da hatten wir ihn zu lange in der Hand. Da ist er in unserer Hand explodiert und hat uns mit in den Tod gerissen. Mal schauen, vielleicht können wir ja die umgehen irgendwie. Aber ich glaube es irgendwie nicht. Ja, die Bugs sind auch schön, muss man mal sagen. Bringt so ein bisschen Stimmung hier rein. Oder auch nicht. Ach, was war das denn? Müssen wir jetzt hier noch mehr Angst haben? Ah, Hilfe! Hilfe! Wir haben es überlebt. Da oben wartet ein Gegner auf uns. Der weiß, dass wir da sind, aber... Wir gehen erstmal weiter. Da vorne müsste doch auch gleich schon... dieser Posten sein. Wo angeblich Kameraden auf uns warten sollen. Aber so eine mächtige Technologie. Alles ist hier in Schnee gehüllt. Und dabei ist das doch hier eine Tropeninsel gewesen. Und dieser Berg scheint noch nicht fertig zu sein. Der scheint vielleicht noch die eine oder andere Überraschung für uns bereitzustellen. Das ist noch lange nicht durchstanden, das alles hier. Ja, so viel zu unseren Kameraden. Wir konnten das nur überleben, weil wir den Schutzanzug tragen. Den Nanosuit. Mitten in der Bewegung eingefroren. Strickland, hier ist Nomad. Ich habe ihre Marines gefunden. Irgendwelche Überlebende? Negativ, Sir. Keine Überlebenden. Das war das zweite Platoon, das ich an den Berg verliere. Okay, wir müssen sie da rausholen. Bahnen sie sich einen Weg zum Rand der Sphäre. Ich lasse sie dann dort abholen. Ja. Ach du... Nein, verdammte! Los, schnell hier rein, irgendwo hin. Wir müssen größeres Material finden. Ach du Heilige, ja von überall... Was? Bekämpfen die sich etwa gegenseitig? Nein! Wer ist denn das? Da, Prophet? Schicken wir diese hässlichen Bastarde zur Hölle. Sind sie dabei, Junge? Prophet ist noch am Leben. Aber wir sind... Prophet, wir dachten alle, sie wären tot. So leicht will ich nicht. Das ist alles hier unbrauchbar geworden, oder? Nee, wir können die Scar nehmen, aber wir nehmen erstmal hier... die Gegner auseinander. Können wir die vielleicht kaputt schießen? Ja, können wir sogar. Und was für eine Waffe hat Prophet denn da? War er etwa auch in dem Berg gewesen? Was für...
Ach du Heilige. Mann, Mann, Mann. Das ist hier ein richtiges Kriegsgebiet geworden, aber hier gibt es anscheinend nur noch einen Feind, und zwar diese Aliens. Die Nordkoreaner sind jetzt mal scheißegal erstmal. So, wo sind sie? Wo bleiben sie? Prophet, wo waren sie? Was haben sie getan? Ich nehme mir erstmal hier die Scar und ein paar Splittergranaten, das soll ja auch mal helfen. Dass das alles überlebt hat, dass das alles noch hält, dass wir das alles noch gebrauchen können, wundert mich. Immerhin hat das hier die volle Breitseite an Kälte abbekommen. Ist hier hinten vielleicht noch jemand? Nein. Hier vielleicht. Wo zur Hölle? Erstmal mehr Munition nehmen. Wo ist er denn? Worauf schießt er denn? Da. Ach, guck mal, da ist er doch. Ja. Ja, Prophet, was machen wir jetzt? Sag an, was ist Phase? Mein Anzug hat eine Fehlfunktion. Die Innentemperatur sinkt. Wenn ich hier nicht schnell verschwinde, erfriere ich. Ja, komm, dann los. Ich habe hier eine Ihrer Waffen. Nehmen Sie sie. Wie haben Sie es zum Laufen gekriegt? Das erkläre ich Ihnen später. Wir müssen uns sammeln und weitermachen. Erst wenn wir sie zusammengefleckt haben. So, jetzt haben wir eine neue Waffe. Mein komm Anzug schon. Verliert Energie. Geben Sie mir Deckung. Ich gehe Deckung. Mein Anzug hält nicht mehr lange. Ja. Halten Sie durch, Prophet. Ich bringe uns hier raus. Na komm schon, stirb einfach, du Bestie. Ihr habt hier nichts zu suchen, Kollege. So, die Waffe kann auch überladen. Dürfen wir also nicht zu lange einsetzen. Und Prophet hat noch 50% Leben. Verdammt, ich verliere zu viel Energie. Ja, was sollen wir machen, Prophet? Sollen wir fliehen von hier oder was? Sag doch mal! Was hat sich denn was hat sich denn als gut erwiesen, hä? Ja, ja, ich bin da schon dabei. Komm schon! Los, mach doch! Was sollen wir jetzt machen? Der stuckt hier so ein bisschen, glaube ich. Na super, müssen wir hier wieder neu laden oder was? Hier kommen wir nicht mehr raus. Na super. Wir müssen neu laden, komm schon. Ja, da ist er noch mit der Waffe, alles klar. Da hinten sind sie. Los, Prophet. Du hast die stärkere Waffe von uns beiden. Ah, Mist, wir müssen die ganze Sequenz jetzt nochmal spielen. Wir sollten die vielleicht nicht in diesen Container locken, da stacken die vielleicht recht gerne mal drin. Aua! Ah, das ist das hier nur für ein Gefecht. So. Wo denn? Ach, von da oben kommen sie jetzt sogar. Na komm schon. Stirb. Er sparte dir viel Leid mit. Ja, was denkst du, was ich hier mache die ganze Zeit? Sieht das nach einem Kaffeekränzchen aus oder was für dich? Ja. Nimm doch hier nicht das ganze Haus auseinander. Mein Anzug hat eine Fehlfunktion. Die Innentemperatur sinkt. Wenn ich hier nicht schnell verschwinde, erfriere. Ja los, da müssen wir doch weg von hier. Ich habe hier eine Ihrer Waffen. Ja, gerne. Zum Laufen gekriegt. Das erkläre ich Ihnen später. Wir müssen uns sammeln und weitermachen. Erst wenn wir sie zusammengefleckt haben. Los, komm schon. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen Prophet verteidigen. Dann geh in Deckung. Wo sind sie? Mein Anzug verliert Energie. Geben Sie mir Deckung. Jaha, ist auch gut. Wo kommen sie? Kommt schon raus. Da vorne seid ihr. So, du bist kaputt. Und weiter geht's hier. Ach du Heilige, wir nehmen Schaden, ziemlich viel sogar davon. Können wir uns nicht erlauben. Und das Gegner packen sollten wir bei denen nicht machen.
Die sind zu hartnäckig dafür, als dass das richtig funktionieren könnte. So, wo kommt der Rest? Ja, es werden immer mehr. Aber du musst ja nichts machen. Du kannst dich ja schön ausruhen, Prophet. Du musst dich hier nicht den Kampf stellen gegen diese Überviecher. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Sind es jetzt Aliens oder sind es Technologie einer anderen Kultur oder was? Was dauert da unten so lange? Man wartet an der Evakuierungsstation. Ja. Strickland, ich habe Prophet gefunden. Wir müssen hier schnellstmöglich weg. Verstanden, Nomad. Ich habe am Rand der Sphäre einen Spähturm. Die Jungs holen sie da raus. Wir sind unterwegs, Mensch. Ja, komm. Jetzt müssen wir uns beeilen hier. Prophet hält nicht mehr lange durch. Oh, was kommt jetzt? Ach, du Heilige. Der hat uns zum Glück nicht gesehen. Jetzt können wir hier weitermachen. Aber Prophet verliert weiter. Ich halte nicht mehr lange durch. So. Darüber. Mein Anzug verliert zu viel Energie.